Was gibt es Besseres, als wieder so ein Tablet zu basteln? Ich glaube, so war das. Jawohl. Ich glaube mal, dass der das nehmen kann. Ich hoffe es zumindest. Kann ich dann hier zum Aufladen reinmachen? Das war jetzt natürlich ein bisschen viel. Jetzt hat der natürlich nichts mehr, aber der ist ja eh auf dem letzten Knochen. Und dann kann ich das hier reinmachen. Und dann arbeitet er hier. Und jetzt kann ich dieses Latex, was sich hier drin angesammelt hat, wieder mit diesen Rohren einfach da reinleiten. So, jetzt wieder die Rohren programmieren. Die Rohren vor allem. Die Röhren programmieren, dass die da rüber leiten. Und jetzt kommt die Flüssigkeit hier rüber. Und der braucht natürlich noch Wasser. Das hätte ich ja fast vergessen. Deshalb brauche ich wieder einen Tank. Der Tank war, glaube ich, nicht so, sondern ich glaube, der Tank war so. Zacco mio und zack. So, die ganze Scheiße, die werde ich jetzt mal hier wieder reinräumen, die kein Mensch braucht. So. Und jetzt werde ich da unten aus dem See, den wir vor der Haustür haben, ein bisschen Wasser rausschöpfen. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt mache. Ein bisschen kann man ja schon was machen. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, wie viel ich damit machen kann. Keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal. Ich brauche es jetzt halt auch nicht übertreiben, weil so viel Plastik brauche ich jetzt auch nicht. Denke, es reicht. So, und jetzt hat der. Laber nicht, als ob das genau 64 waren. Was ein Zufall. Ich habe genau 64 Eimer. Ohne zu zählen. Ich habe nicht gezählt. Ich verarsche euch nicht. Auch wenn ihr das manchmal glaubt. Ich verarsche euch nicht. So. Und der Tank ist ja natürlich nicht dumm. Ist ja auch ein intelligenter Tank. Den kann ich hier oben drauf stellen. Und er macht nichts. Aber wenn ich jetzt mit diesem Konfigurator einen Rechtsklick mache und schleiche, leuchtet er so komisch. Und dann stellt der Dinger mit Hilfe von ein kleines bisschen Strom Tiny Dry Rubber her. Und ich glaube, genau, der hier hat kein Holz mehr. Der platziert das übrigens jedes Mal, wenn gibt es nicht irgendeinen Placer, sowas in der Art? Brauchen ja alle Strom, ne? Ich will aber da jetzt nicht unbedingt haufenweise Strom dafür ausgeben. Nur dass der da ein Block platziert. Ich gebe mal Placer ein. Blockplatzierer. Ich glaube, das braucht hier Strom. Ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, dass der hier keinen Strom braucht, aber komm, ich muss ja da jetzt nicht irgendwie was verkünsteln, weil so viel Gummi habe ich ja jetzt auch nicht. So, aber wir haben hier dieses Rubber-Zeug. Ach, sag bloß, das ganze Wasser ist weg. Laber keinen Scheiß jetzt. Der hat jetzt 64 Eimer geschluckt. Alter Falter, das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Junge, Junge, Junge.
So, Dry Rubber und das muss man dann schmelzen zu Plastik. Und für was genau wollte ich das machen? Alter, ich gehe zum Arzt demnächst wegen Alzheimer, falls man das irgendwie heilen kann, aber ich glaube es nicht. Plastik. Ja, da gibt es da jetzt natürlich hier einen Haufen, ne? Plastik. Für was wollte ich denn jetzt? Für was brauche ich denn Plastik? Ach, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es doch. Verarscht mich nicht. Ich wollte mir so einen Generator bauen, der mit Hilfe von Koks hier Strom erzeugt. Ha! Bin doch nicht so dumm. Aber dieser Wolfgang Petri irgendwie. Also, ich bin zwar dumm, aber nicht blöd. Und dann. Jetzt habe ich kein Glas mehr. Oh nein, ihr wisst, was das heißt. Kann ich nicht. Ah, jetzt muss ich wieder. Ich mache jetzt mal ein bisschen mehr Glas. Aber dieser Petri, irgendwas, der braucht ja viermal Plastik. Bevor ich da jetzt einen Haufen Stöcke reinschmeiß für irgendwas, was sich nicht rentiert, lasse ich lieber mal das Plastik kondensen. Weil ich ja immer noch auf diesem Netherfurnace sitzen geblieben bin. Und deshalb werde ich da jetzt mal nur eine Einheit schmelzen und den Rest hier kondensen. So. Und jetzt darfst du wieder den herstellen. Und dann mal schauen. Jetzt fehlt nur noch dieser Block. Glas habe ich ja jetzt wieder. Genügend. Muss auch aufpassen, dass ich die anderen Ressourcen nicht leer kaufe, sozusagen. Das ist ja hier ein bisschen wie so ein Baumarkt, der von mir selbst angeboten wird. So, da ist der Fuel Generator. Generator. Ich habe den noch nie benutzt. Aber jetzt werde ich mal sehen, wie der funktioniert. Kann ich da auch irgendwelche Upgrades reinmachen? Jetzt habe ich natürlich das Problem. Kann ich die jetzt hier nicht duplizieren? Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von denen brauche, aber ich mache einfach mal 5 Stück jeweils. So, warte mal. Du gehst jetzt wieder da rein. Du gehst da rein und du gehst da rein. So, tut mir leid, aber ich dachte, das geht so leicht. Was gibt's da denn überhaupt für Upgrades? Ich glaube nicht besonders viel, oder? Ach, die kann man da gar nicht reinmachen. Ja, Pech gehabt. War für den Arsch jetzt. Und was kann ich da jetzt reinmachen? Koks oder wie? Mach ich mal einen Block. Nee, warte mal. Ich muss erst so. Mach ich da jetzt mal einen Block rein? Ich glaube hier. Ja, aber warum gibt er denn nichts aus? Ah, doch, er gibt was aus. Aber nicht genug anscheinend. So, jetzt habe ich komplett verkackt eigentlich, ja? Was kann ich denn?
Ach, der produziert immer noch. Aber jetzt nicht mehr, okay. Aber jetzt will ich mal wissen, wie viel. Gibt es da noch andere Upgrades? Ich glaube es nicht, oder? Wenn ich jetzt Edge Tesla wieder eingebe. Gibt es die Tesla. Tesla-Rens? Die Tesla-Rens? Damit kann ich dann meine E-Autos reparieren. Ich werde jetzt mal diese Dinger nochmal wegmachen. Und den hier weg. Aber ich will jetzt mal wissen, wie viel kann der aus einem Koksblock. Wahrscheinlich reicht mir das gar nicht. Wie viel Energie hat er denn? 1,6 Millionen. Ich glaube sogar, dass der. Ich glaube, dass der das Ding voll macht. Der macht das Tablet voll, das sage ich dir. Aber der kann auch hier meinen Konfigurator voll. Alter, was geht da draußen ab? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Okay, so wie es aussieht. Ja, dann machst du mal so und machst du mal so und so. Ich habe keine Ahnung, wie das hier jetzt gerade funktioniert. Wenn ich da jetzt Koks reinschmeiße, wird das hier voll. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht weiß, ob der eben die Sachen rausgeben kann. So schnell genug. Deshalb werde ich jetzt Folgendes machen. Ich habe eine Idee. Und zwar werde ich jetzt den Eingang in diesem Ding wieder hier drauf machen. Dann geht das hier wieder alles raus. Und zwar werde ich jetzt diese Kabel, die kann man auch upgraden. Davon habe ich ja genau 8 Stück. Oder habe ich mehr? Ich habe 16 sogar. Die werde ich jetzt upgraden zu fortgeschrittenes universelles Kabel. Und dann können die doppelt so schnell oder sowas um den Dreh abtransportieren. Was hier vielleicht sogar ziemlich nützlich ist. Ja, funktioniert. Wunderbar. Hier noch raussaugen und hier noch rauslassen. Die können auch mehr speichern, soweit ich weiß. 102 Kilo Fahrrad pro Kabel. Fahrrad, Alter. Fahrrad? Wie komme ich auf Fahrrad, Alter? Ich meine natürlich Flux. Bin ja schon wieder beim Kondensator und Kapazitäten und was weiß ich. Also. Haben wir das auch mal geklärt? Da gehen die Koksblöcke dann rein. Also theoretisch könnte ich jetzt auch eine Verbindung hier rüber machen. Was mache ich sogar? Wie sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann mache ich jetzt mal noch das andere Kabel. Logistik Transporter. Das ist ja easy hier eigentlich. Da brauchen wir jetzt nicht so ein High-End-Gerät. Aber was man da machen könnte, wäre das hier wieder wegmachen. Das war jetzt natürlich eine Langzeitlösung, wie man gesehen hat. Und zwar kommen die Koksblöcke dann hier aus dem Ofen raus und gehen dann da rein. Und da sind jetzt momentan noch keine drin. Aber wenn ich das Ding dann wieder so programmiere, dass hier die Dinger rausgezogen werden, dann sieht man das vielleicht. Wenn der hier nach 20 Jahren fertig ist. Und dann. Wird hier unser Koks hier effizient verbrannt.